Das große Comeback der 70er Jahre. Kennen Sie noch David Cassidy? Mittlerweile ist er 47 Jahre alt und vor vielen, vielen Jahren war er der Teenie-Schwarm überhaupt. Und er war Popstar und Mitglied der bekannten Partridge Family. Nun kommt er zurück ins Rampenlicht und auch die Four Tops, die Soulstars vor 20 Jahren in Amerika, sind wieder da. Frank Kohls mit den Meldungen. So hätte er auch schon vor 20 Jahren auftreten können. David Cassidy im Glitzeranzug. Im größten Hotel der Spielerstadt Las Vegas tritt der Vorzeigeteenager der 70er jede Nacht mit Ballett und viel Glamour auf. In der Serie Partridge Family war David gerade 12, trug graue Sweatshirts und spielte schief auf der E-Gitarre mit seinen Filmgeschwistern. David sagt, dass die Leute mich schon als 7-Jährigen kannten, ist ein Riesenglück für mich. Sie erinnern sich auch als Mit-40er noch an mich und wollen mich jetzt wiedersehen. Seinen bislang letzten Versuch als Schauspieler startete Cassidy vor 5 Jahren in Deutschland in der Serie Das Schloss am Wörthersee. Nach Alpenintermezzo und langer Pause singt und tanzt er jetzt lieber wieder. Die Gitarre hat er aber mit dem Spazierstock vertauscht.